Ich möchte nun eine Ebene in normalen Form erstellen, deren Lage durch drei Spurpunkte gegeben ist. Dazu möchte ich Gleiter auf den Achsen verwenden. Das funktioniert bei der Z-Achse ohne Probleme, so wie man das zum Beispiel auch von der 2D-Version kennt. Wenn ich allerdings auf die X- oder die Y-Achse einen Punkt zeichne, erhalte ich einen Punkt mit nur zwei Koordinaten. Meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung. Wenn ich einen Punkt im 3D-Fenster zeichne, sollte er, auch wenn er als Gleiter ja niemals die Z-Koordinate ändern wird, trotzdem drei Koordinaten haben. Ich habe mich mit den Entwicklern in Verbindung gesetzt und eigentlich soll es entsprechend angepasst werden. Da das aber noch nicht der Fall ist, müssen wir also das Problem umgehen. Dazu mache ich Folgendes. Ich lege mir einen Punkt im Ursprung an und zeichne durch diesen Punkt und den Gleiter auf der X-Achse, den ich da schon habe, eine Gerade. Diese Gerade, das ist jetzt also eine 3D-Gerade und darauf setze ich einen Punkt. Und auch dieser Punkt hat jetzt eben drei Koordinaten. Das heißt, ich kann ihn in dieser 3D-Zeichnung dann eben verwenden. Das gleiche mache ich jetzt noch bei der Y-Achse und dann verstecke ich die Gerade und diesen Punkt jeweils, da ich die ja nicht brauche. So, nun habe ich die drei Punkte, die ich brauche und erstelle aus den Koordinaten dieser Punkte nun die Ebene. Dazu brauche ich ja jeweils eine der Koordinaten, hier beim Punkt D die X-Koordinate, beim Punkt F die Y-Koordinate und beim Punkt A die Z-Koordinate. Und das kann man genauso machen wie in der 2D-Version, nämlich dass man zum Beispiel hier x von d verwendet. Ich fange mal an. Und so erhalte ich dann eben die Ebene, die durch diese drei Spurpunkte geht. Und da die Spurpunkte Gleiter sind, kann ich dadurch natürlich auch die Lage der Ebene bestimmen. Nun möchte ich die Koordinaten der Punkte auch verwenden, um die Gleichung so aufzuschreiben, dass man also nicht diese Variante hier hat, sondern dass man erkennen kann, wie die Koordinaten verwendet wurden. Das mache ich hier in diesem kleineren Grafik-Zweifenster. Und hier muss ich eine LaTeX-Formel verwenden, damit ich Brüche darstellen kann. Also zum Beispiel hier x durch und dann muss ich ja den Punkt, muss ich kurz schauen, auf der x-Achse ist es der Punkt D. Und davon den x-Wert verwenden. Jetzt habe ich hier natürlich das Problem, dass wenn ich ein negatives Vorzeichen hier bei der x-Koordinate des Punktes D habe, dass die nicht vor dem Bruch erscheint, sondern unten im Nenner. Das lässt sich natürlich alles umgehen, wenn ich eine etwas kompliziertere Definition dieses Textes vornehme. Das heißt, ich brauche Abfragen bezüglich des Vorzeichens von diesem Wert und muss dann über wenn ein Minus oder kein Symbol hier vorne einblenden und hier müsste ich entscheiden, kommt ein Plus oder ein Minus hin. Wir nehmen jetzt erstmal eine einfache Variante und schreiben einfach überall Plus dazwischen und wenn negative Vorzeichen vorkommen, dann sind sie eben unten im Nenner. So, da bin ich jetzt fertig. Was man vielleicht noch machen könnte, ist, dass man hier diese Punkte umbenennt. Das heißt, bei D handelt es sich ja
um einen Punkt, der auf der x-Achse liegt. Das heißt, ich würde ihm vielleicht den Namen Sx geben und entsprechendes für den Punkt A, der auf der z-Achse liegt, und f der y-Achse. So, es gäbe jetzt natürlich noch mehr Möglichkeiten, wie ich diesen Text umforme. In dem Sinne zum Beispiel, dass ich den kleinsten gemeinsamen Vielfachen von den Nennerwerten hier bestimme, damit ich das Ganze dann multiplizieren kann. Aber alternativ kann ich natürlich auch einfach die Formel hier oben nochmal drunter stellen, dass man eben das nachrechnen kann, dass zum Beispiel 1 durch 3,03 eben diese 0,33 als Faktor vor dem x ergibt. Auf jeden Fall kann man jetzt eben hier einen Zusammenhang erkennen zwischen den Positionen der Punkte. Übrigens, ich habe jetzt hier das Bild sehr groß eingestellt. Man kann dadurch die Lage der Ebene sehr schlecht erkennen. Da empfiehlt es sich vielleicht hier die Einstellung Small zu verwenden, also klein, damit auch die Ebene klein dargestellt wird. Eventuell sogar Use Clipping, wobei dann natürlich die Form der Ebene ein bisschen verwirrend ist.